Wetter ist zwar heute einigermaßen gut, aber es ist der 4. März. Deswegen gehen wir heute mal wieder in die Innenhalle heute Morgen und dann zeige ich euch mal, was wir da alles machen können. Also ab geht's. Hier sind wir. Jetzt müssen wir bloß die Schläger aus dem Kofferraum holen und dann zeige ich euch, was ich hier alles machen kann. Jetzt sind wir hier, unserer Indoorhalle. Hier kann ich jeden Tag trainieren, kann morgens rein, abends rein, wann auch immer ich will. Und kann ein bisschen den Witterungsbedingungen trotzen und kann trainieren auf guten Grund. So, los geht's. Direkt, wenn man reinkommt, man sieht, wir haben hier viele Trophäen, Golfbags und alles, was wir ausgerichtet haben. Hier im Golfclub aber ganz wichtig hier, Junior Ryder Cup in Gleneagles. Mein zweiter Junior Ryder Cup und ja, schön auch hier ausgehängt zu sein. Aber wichtig ist natürlich, was ich hier beim Training mache. Also fangen wir mit langem Spiel und kurzem Spiel an und anschließend gehen wir zum Putten hoch. Wir sind heute auch nicht alleine. Bei dem Wetter bin nicht nur ich ins Warme, sondern viele andere Spieler. Meine Schwester ist auch noch oben, die sehen wir gleich. Da fangen wir mit dem langen Spiel heute mal an. Morgen! Ich stehe hier in der T-Line, wo ich im Winter auch Technik trainieren kann, einfach im Warmen und ja, Instant Ambush Bälle schlagen bei Sonnenschein gibt es auch nicht so häufig, deswegen genieße ich das immer hier zu stehen. Meistens gehe ich trotzdem raus im Winter, um Bälle zu schlagen, damit ich den Ball auch wirklich lange fliegen sehe. Und deswegen nutze ich eigentlich die Halle viel mehr fürs kurze Spiel. Ich habe jetzt meinen Lobwedge noch dabei. Und die Grüns reagieren wie ähnlich wie draußen von verschiedenen Matten. Und so trainiere ich dann. Schauen, ob ich auf der 7 einlocken kann. Das ist ein gutes Stück. Man sieht, Scotty Cameron macht nicht nur schöne Putter und gute Putter, sondern auch extrem coole Höhlen. Aber jetzt gehen wir hoch, da verbringe ich na, jeden Tag 2 bis 3 Stunden. Und schau, was meine Schwester da oben treibt. Caro! Ja. Alles klar? Sehr gut bei dir. Alles gut. Ihr seht, Caro ist fleißig am Putten. Sie trainiert Technik und so groß wie das ist, können wir auch lange Putts trainieren. Sie trainiert jetzt kurz und feilt an der Technik. Und mal schauen, ob ich da hinten einen rein. Das ist mein Lieblingsloch da hinten. Ihr seht, das ganze Wintertraining lohnt sich. Ich hoffe, die Führung hat euch gefallen und ja. Wenn ihr morgens herkommt, irgendwann zwischen 9:30 und 12:00, Caro und ich sind meistens hier und dann treffen wir uns auch hier an. Also, alles Gute, ciao!